Okay, dann scheint das wohl so zu sein, dass ich. Nee, jetzt geht's. Okay, ich musste einfach nur einmal in die Options draußen reingehen. Ich wollte gerade sagen. Ah, okay, jetzt haben wir. Jetzt haben wir. Was haben wir denn für eine Uhrzeit? 3 Uhr. Oh, nice. Silent Hill The Room Vibes. Ja, deswegen, ich hatte auch deswegen den Vibes. Ich glaube, warte mal. Wo haben wir hier? Mouse Sensitivity kann ein bisschen runter, finde ich. Ja, das ist angenehmer. Oh, Bügelbrett, Low Poly Bügelbrett, let's go. Lie down. End it all. Was ist das, Videokassette? VHS-Kassette? Oh ja, ich kann noch in die Hocke gehen. Einfach von meiner eigenen Tür erschlagen. Deswegen öffnen sich Türen in den meisten Videospielen immer in beide Richtungen. Damit du dir nie selber deine eigene Tür ins Gesicht schlägst. WW? Da muss mal jemand wieder seine Wäsche machen. Boah, darauf habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr. Dieses Duschen in der Badewanne. Ich finde, das sollte einfach verboten sein. Ich finde, wir sollten. Das sollte gesetzlich so festgelegt werden, dass es eine Badewanne ohne Dusche gibt. Ne, und wenn wir das einfach wie in Japan oder so machen, dass der ganze Raum als Dusche benutzt werden kann. Boah, ja, Baby, die guten Plastikstühle, let's go. Da ich weiß nicht, soll es in dem Moment kein. Ich habe halt keine Ahnung, ob ich irgendwas eben kaputt gemacht habe, ob es irgendwie Sound gehen soll oder nicht. Ja. Deutsches Kulturgut. Oh, noch ein guter alter CRT-Fernseher. Oh mein Gott, vor allem dieser Fernsehschrank, dieser Fernsehglasschrank. Oh. Das ist so eine Ende 90er. Früher so eine Ende 90er Ästhetik auch. Ich meine, in den 80ern gab es das teilweise auch, aber für mich ist das so Ende 90er Ästhetik, Anfang 2000er. Alter, noch die. Wir hatten mein Vater hatte das damals auch, aber in so einem Glaskastenschrank. Weißt du, so der komplette Apparatur, wo dann 35 Sachen irgendwie zusammengeballert wurden, damit du dann da eine CD reinlegen kannst. Ich meine, heutzutage, wenn du sowas siehst, dann weißt du auch, irgendjemand ist einfach nur noch so ein muss eigentlich automatisch irgend so ein Audio-File sein. Oder hat es noch irgendwo geschenkt bekommen. Alleine die Kosten dafür zu tragen. Oder eben auch den. Oh, Toast ist fertig. Oh, warte mal, Kann ich das anmachen? Nee, leider nicht. Aber ich kann den Toaster anmachen. Vielleicht kann ich auch was reinlegen. Oh, kann ich meine Buns reinlegen? Nein. Was habe ich hier denn noch? Gurke. Ich ruiniere jetzt einfach mal den Kühlschrank meines Protagonisten oder der Protagonistin. Und lasse einfach mal Kühlschrank und. I have nowhere to go. Wow. Wowie-saui, okay. Und scheinbar eine Tür, die man nicht aufmachen kann. Okay, wir haben. Scheinbar kann ich nichts anderes machen, als mich wieder hinzulegen. Ja, Baby, die gute Nachtlotion. Oh, ich weiß, wofür die da ist. Okay, kann ich sonst irgendwas noch machen? Ich weiß halt nicht, ob ich, ne, weil eben auch das Crosshair broken war, als ob ich irgendwas gebrochen habe. Oh, ich kann aber in die Dusche gehen, okay. Turn on the shower. Direkt das, oh, das waren die Melee-Player-Reflexe. Sofort das Wasser gedodged. Oh, die gute Head and Shoulders, die erkenne ich überall. Oh.
Da weißt du sofort, Head & Shoulders Flasche. Holt euch ein richtiges Shampoo, Leute. Okay, was haben wir hier noch? Ich kann mich bis dahin nicht umdrehen. Turn off. Ne, wir machen jetzt auch Wasser. Wir lassen auch das Wasser laufen. Wir lassen jetzt einfach, wir machen Maximierung hier. Nicht mal Vorhang richtig zugezogen, kann ich glaube ich gar nicht, ne? Ne, ich kann nur get in. Auf der anderen Seite ist eine Tür noch irgendwas, ne? Wir machen jetzt maximalen Ressourcenmissbrauch. I have nowhere, immer noch nicht. Ne, Licht muss an. Hier geht aber teilweise das Licht. Ich mach das Licht nicht aus. Aha! Bitch! Found you! This is nice. Can we just stay like this forever? Okay. Then why do I feel like you're constantly pushing me away? Please, let me in. Ich weiß nicht, ob das... Ja, ich musste auch sofort an Tim denken. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das ein Bug war oder ob das gewollt war. So dieses Gefühl für immer durch die Welt zu fallen. Okay. Kann ich hier das Tape nehmen? Insert VHS. Insert VHS. Insert VHS. Okay. Vielleicht muss ich vorher an... Nein, ich hab... Egal in welche Richtung ich gucke. Okay, jetzt. Vielleicht muss ich näher ran. Irgendwie passiert nichts. Okay, ich kann die Kassette nehmen. Kann ich die irgendwo hier... Ne, das Pause-Button. Da ist der Eject-Button. Aber wo ist denn der... Mach die Kassette rein-Button? Ne, das Turn-Off. Ah, hier, da. Okay, das funktioniert zumindest. Bin ich das, der Geräusche macht, oder höre ich das irgendwo? Ich nehme mal an, du musst hier immer wieder so ein bisschen... Okay, der Kühlschrank ist noch auf, das heißt, das wird wahrscheinlich noch meine Aktion eben gewesen sein. Pick up, inspect. I'm sorry, I'm trying to interact with the art piece. Okay, das ist Fragezeichen. Oh. Dass du einfach sofort das aus der Hand fallen lässt, mit dem du interagierst. Das ist auch noch... Oh, das habe ich ganz vergessen. Das ist auch noch Licht, was ich anmachen kann. Mit meiner Suppenschüssel. Kann ich jetzt rausgehen? I have nowhere to go with my Suppenschüssel. Alter, 4 Obst, lol. Der
Ja, ich glaube, es ist einfach eine Sache, die ein bisschen mehr... Okay. Kann ich mit meinem... Ah, jetzt kann ich auf einmal die ganzen Sachen aufnehmen. Oh, ich kann mir das... Oh, warte, ich kann mir das Shampoo ansehen. Warte, nein, ich muss wieder rausgehen. Oder? Kann ich das nicht mehr nehmen? Oh mein Gott, ich kann die Sachen nicht mehr nehmen. Aber jetzt kann ich hier das Buch, glaube ich, nehmen, ne? E-Inspect. Endo and you. Endometriosis is a condition where tissue similar to the lining of the womb grows in other places, such as the ovaries and fallopian tubes. A book about endometriosis and how to manage the symptoms. Okay, also ich nehme an, dass die... Also so wie das, ich meine, die Themes am Anfang haben ja schon ein bisschen darauf hingedeutet. Ich nehme also mal an, scheinbar eine Beziehung, wo sie irgendwie ein Kind haben wollten und dann durch die Krankheit nicht damit das eben nicht machen konnten und daran ist dann letztendlich das ganze Ding zerbrochen. Wenn ich jetzt einfach so mal spitballen könnte. Habe ich das Buch jetzt runtergespült oder... Habe ich gerade das Buch im Klo runtergespült? Habe ich gerade das Buch im Klo runtergespült? Warte, kann ich einfach... Wait. Immer die Frau, die hier meine Sachen... Meine Nicht-Nesquik. Oh, jetzt kann ich wieder nichts aufheben. Ich bin wieder im Nichts-Aufheben-Modus. Kann ich das jetzt hier nehmen? Kann ich das jetzt inspecten? Nee, kann ich auch nicht. Okay, ich muss wahrscheinlich irgendeinen Story-Trigger jetzt haben. Jetzt liegt die jetzt im Bett. Oh! Ah! Okay, dann hier im Wohnzimmer. Draußen? Nee, wenn ich mich hinsetze... Oh, ich kann jetzt rauchen. Nee, kann ich nicht. Ah, das ist ein Brief. Aber ich kann nicht interagieren. Ich kann halt nur... Habe ich es kaputt gemacht? Das ist die Frage. Habe ich es gerade kaputt gemacht oder... Ich habe immer noch nichts... Nein, ich will das nur wegklicken, damit ich mich drehen kann. Beyond tries to interact with art. Ah, jetzt liegt's aber wieder im Bett. Okay, dann wenn ich das einfach... Haha! Mein netter Zaubertrick. Guck mal, auch der Schrank ist wieder da. Ich muss finden, was vorher und nachher anders ist. Ey! How is she feeling? How did the surgery go? When is she going to get better? How long are you going to be off work for? I don't know. I think they said a couple of weeks. We can't really afford for you to be off work for too long. Salary isn't enough to support both of us. Yes, I understand that. I can't help it. How did the surgery... Also richtig einfühlsam nachgefragt. Also hey, ja, ne, ich weiß. Aber du sollst auch mal wieder arbeiten gehen. I had a cyst inside me, 14 centimeters in diameter. Oops! They said it was one of the biggest they'd seen. They had to perform emergency surgery to get it out of me, through my belly button. Part of my ovaries were removed in the process. Pregnancy?! Your ovaries? Does that mean you can't have babies now? I don't know. They didn't say. I didn't ask. Can we talk about this later? Nein. Of course you didn't want to talk about it, then I'm such an idiot. Ja, definitiv. Definitiv. Okay, muss ich jetzt die Sachen in das... Achso, das war, ich hab das, ah, okay, das Buch hat das, okay, alles klar, das Buch hat das... Ich hatte nicht gemerkt, dass ich irgendwie in eine andere Dimension gewarpt wurde mit dem Buch. Okay. Jetzt kann ich ehrlich in Ruhe scheißen. So, Tür zu. Oh... Oh, nein, mein Buch! Okay, so. Gutes Buch in der Hand. Obwohl, nein, für die richtige Klo-Erfahrung
verdammt. Ich kann kein Shampoo mehr aufnehmen. Ich kann kein Shampoo mehr aufnehmen. Für die richtige Kloerfahrung bräuchte ich jetzt eigentlich die Shampooflasche zum Lesen. Now we're talking! Now this is realism. Der Emily-Karton, du hattest... Ja, ich hatte... Warte mal, lass mich mal kurz... Oh ne, warte, ich muss die Tür öffnen. Nein, jetzt habe ich mich eingesperrt. I'm stuck behind the door. Oh, I'm trying to have an emotional trauma response. Und stattdessen. Achso, nee, das war nur, weil ich die, weil ich den Gegenstand hatte. Aber ich kann hier die Sachen. Kann ich hier auch die ganzen Bücher aufheben? Oh, I'm sorry, aber dass es so gehandhabt wird. Ich finde das einfach lustig. Dass jedes Mal, wenn ich irgendwas aufnehme zum Anklicken, das andere automatisch fallen lasse. Oh, warte, hier, Pickup. Our records show your account has an outstanding balance. Timely payment of your utility bills is essential to ensure uninterrupted service and to avoid additional late fees. To avoid any disruption in your service, we kindly request that you remit the overdue amount with the next 10 days. Okay. Ja, wir würden mal einfach mal die Anlage hier verkaufen, Mister, ne? Würde ich mal sagen. Anstatt einfach hier nachts durch die Wohnung zu stealthen. A heavy, heavily worn cassette tape. Our song is scribbled on the side of the marker. Okay, jetzt war... Es ist halt nur so weird, weil der ganze andere Rest gleich bleibt, ne? Dass ich dann eben nicht gedacht... Ich hatte halt eh... Ich hab wirklich das Klo im Buch runtergespült. Okay, wo bist du? Gotta find my wife. Gotta find my wife. Where's my wife now? Where can she be, honey? Honey, I have a crisis right now. Immer nur im Dunkeln hier. Come to bed, it's late. Oh, das höre ich so oft. Na gut. No, sweetie, I gotta play video games for the internet. Ey. Fragezeichen. You seem a bit distant. Are you okay? Definitiv nicht. I'm fine. Ah! Okay, das ist gut. Das ist gut, dass ich Nein klicke und dann kommt, I'm fine. I'm fucking terrified right now. Sure. What is it? Okay, das finde ich, das ist eine nette Art und Weise, das so im Spiel darzustellen. It's okay, but why are we having sex anymore? Was? Okay. I just don't find you attractive, holy shit. I'm just tired. That's all. You knew then it wasn't the truth. No, it's because your baby maker is gone. And that's apparently all I care about. Oh! Rauchen! Nein, nicht sitzen. Ich will rauchen. Zeit zu schmockeln. There's a photo of a tumor on something on the front. Emily's doodles are all over the box, drawn while she was on the phone to her mother. Okay. Yeah. Wieder im Bett? Aber dieses Mal auch. Muss ich das Licht irgendwie an- und ausmachen in bestimmten Orten, um... Jetzt draußen? Ich meine, das war die Zigarette, ne? Vielleicht jetzt draußen. Okay. Let's go! Zeit zum Qualm. Imagine all the strangers fast asleep in their beds right now. So close, but completely unaware of each other. Isn't it funny? No.
It's only natural to stop seeing what's closest to you. It's all about perspective. I've been thinking, and I've changed my mind. I do want children. I want to be a mother. Cringe. It'd be fun to teach them things, to watch them grow. I want them here holding my hand on my deathbed. Alter, hol dir einen Hund. Kann auch deine Hand halten. Did you say you wanted kids one day? Not with... Alter. Okay, was passiert, wenn ich das drücke wieder? Woo! Okay. Zahnbürste triggert? Okay, alles klar. Ja, aber gut, ich glaube... Ja, Björn auf der Suche nach der nächsten Hyperfixation. Emotional Distant Husband Simulator, ja. Aber ich glaube, ich will das jetzt nicht, wie gesagt, ich will das jetzt nicht im Stream irgendwie komplett durchspielen. Oh! Buba und Pipi. Ich merke schon, ich habe wieder zu allem die klassische Chandler Bing Response. I'm uncomfortable, so I have to make jokes. Aber ich find's, ich wollte einfach nur einen Einblick in das Spiel so geben. Das ist The End of You auf Steam. Ist, glaube ich, ist nicht so viel, ne? Ja, 7,79, ne? Also, kurze Story-Erfahrung. Ich werde es wahrscheinlich privat dann irgendwie nochmal weiterspielen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange das ist. Und es hat auch nur 6 User-Reviews, also definitiv ein Titel, wo vielleicht mal ein bisschen mehr bisschen mehr drauf geschaut werden sollte. Deswegen. Also ja, ich nehme mal an, das ist so ein Titel, der vielleicht eine Stunde oder zwei oder so lang ist. Deswegen, also ich glaube, da sollte man relativ gut wissen, ob es was für einen ist oder nicht in dem Fall. So, dann lass mal gucken, ob ich noch... Nee, das ist nicht das, was ich ändern möchte. Toim. Alter, ich sollte mal schreiben.